Also, sehr willkommen. Sonja, hallo. Sonja, ich freue mich, Janice. So, ich schreibe hier auf, was dich quält, die Bürokratie. Also, was quält dich? Was quält mich? Ich weiß eigentlich gar nichts. Genau. Ich habe das ganze Gefühl, mein Körper passt aber überhaupt nicht mehr zusammen. Also ich bin extrem nach rechts gezogen. Du spürst das, wenn du so bist. Ich spüre das auch, wenn ich stehe, dass ich so nach rechts gezogen bin. Also gezogen ist so, gedreht ist so. Genau, ich habe das Gefühl, dass mein Becken, es passt einfach nicht. Okay. Gell? Seit wie vielen Jahren? Ich habe 2014 einen Burnout gehabt. Jetzt ist 22, also seit 8 Jahren. Da habe ich extreme Rückenschmerzen gehabt und irgendwie haben wir es dann mit Osteopathen wegbekommen. Wo waren die Rückenschmerzen? Auch da hinten, also extrem überall beim Rücken. Lendenwirbelsäule genau, unten. Genau. Aber es ist auch aufgezogen bis zu den Zähnen. Bei mir war. Rechte Seite? Alles rechts immer, genau. Okay. Wurde oben etwas gemacht? Hals, Brustwirbelsäule, Kiefer? Operationen meinst du? Egal was, Behandlung, Operation, irgendwas. Na, wie gesagt, wie ich das Burnout gehabt habe, da war ich. Da hat es eben angefangen. Ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, dass ich mit Zahnschmerzen und keiner wusste, dass es eigentlich vom Rücken vielleicht kommen kann oder vom Becken. Das war halt alles, das haben die Zähne, es hat alles wehgetan, ich wollte mir schon was die Zähne reißen lassen. Und okay. Der Osteopath hat mir gesagt, das kommt nicht, die Zähne haben nichts. Also ich war dort schon angefangen, ist es dann besser geworden und dann habe ich viel gedehnt. Und ich bin auch so ausgeschaut. Gell? Und okay. Ich habe so einen Hartspanner gehabt, dann haben sie mir den ausmassiert mit so. Es ist dann schon irgendwie mal besser geworden wieder. Okay. Ich habe viel zum Dehnen angefangen. Das mache ich seit 3 Jahren. Okay. Aber es ist halt außen. Und ich habe das Gefühl, und jetzt ist es so, dass ich, wenn es losgegangen, ich glaube vor 1,5 Jahren, dass ich so Knieschmerzen gekriegt habe. So beim Gehen. Beide? Nein, nur links. Nur links. Oder beim Halten, das Knie hat nichts. Und immer auch, wenn ich länger spazieren gehe, extreme Muskelschmerzen darunter, dass ich oft dann gar nicht mehr gehen können. Das wiederum nur rechts? Das ist dann nur rechts, genau. Knieschmerzen war links, Schulterschmerzen habe ich links und Verspannung habe ich extrem rechts darunter und seit 2 Wochen auch einen extremen Druck da. Also sitzen habe ich Dauerschmerzen hinten, auch im Liegen. Kannst du das provozieren, wenn du dich jetzt hinsetzt oder wenn du dich bückst oder wenn du dich so seitenneigst, kannst du es provozieren? Weil ich würde das gerne nachher testen, ob es weg ist. Genau. Provozier mal. Jetzt auch? Ja, genau. Du hast jetzt Dauerschmerz? Genau, immer. Okay, das heißt, wenn der jetzt aufhört gleich, dann wissen wir waren dran. Ja. Es muss nicht perfekt sein. Ja. Hauptsache, ich weiß, ich war dran und der hört auf. Genau. Okay. Was auch ganz schlimm ist, ich kann links, die Innenrotation funktioniert überhaupt nicht. Kannst du es mir zeigen? Ja, und es kocht voll geil. Es ist so. Kannst du mir zeigen? Was meinst du? Wenn ich zum Beispiel da liege und ich kann das eine... Das hört man nur, wenn man dann herkommt, dass das richtig kocht und jetzt bist du da voll, weil es geht nicht weiter, wieso doch jetzt. Also das linke Bein lässt sich nicht nach innen drehen. Nein. Und das rechte ist in Ordnung? Das ist in Ordnung. Komplett, auch wenn es weh tut, die rechte Hüfte. Genau. Trotzdem ist es in Ordnung. Ich war beim Halten, wir haben es einmal wie, glaube ich, 20 Mal oder 25 so Hüfte ist bis sie festgestellt. Ah, mit 25. Genau. Und mit 28 war das, genau. Also vor 10 Jahren. Genau. Ich war lange im Ausland gelebt, auch ich war Flugbegleiterin, habe nie was gehabt und dann habe ich einen Bürojob bekommen und haben die Hüftschmerzen so angefangen. Ich bin aber extrem viel laufen gegangen immer. Ich war auf Technikbad, ich habe sehr viel gelernt, die Nächte durch und Sport und so, habe ich richtig. Okay, ist nichts gegen zu sagen. Aber ich habe, genau. Aber warum das Burnout? Hast du Überforderung im Leben? Ja, habe ich gehabt, ja. Aber ja. Ich habe auch das Leben geliebt und für mich hätte der Tag 40 Stunden haben können, gell? Also Überforderung? Genau. Keine Ruhepause meinem Körper geben. Okay. Immer. Und auch so suchen. Ich meine, ich bin jetzt angekommen im Leben, aber ich habe schon meine ganze Geschichte schon... Du hast Gas gegeben. Ja. Genau. Also es ist okay, nichts gegen zu sagen. Aber es hat mir auch Spaß gemacht. Nichts gegen zu sagen. Nein. Okay. Hast du sonst noch andere Beschwerden jetzt? Ich habe jetzt das linke Knie innen, die rechte Hüfte außen. Unten das Knie. Genau, ich kann auch, wenn ich beim Duschen stehe, kann da das Knie. Das haben wir schon. Genau, okay, das haben wir schon. Ansonsten orthopädische Einlagen trage ich auch, weil ich immer so an die Außenkante fallen und gehen. Okay, habe ich. Wurden die Bänder überdehnt durch Sportverletzungen? Nein, okay. Oben irgendwas, auch wenn du sagst, Kiefer, habe ich schon notiert. Genau, rechts Zähne. Und in der Früh, wenn ihr aufwacht, das tut alles weh. Habe ich notiert. Hast du irgendwas mit der Halswirbelsäule, irgendein Schleudertrauma, irgendwas kaputt gegangen? Ich bin schon mal, wir haben es mal in Holland oben auch überlebt, habe Drogen ins Glas getan. Da bin ich bewusstlos vom Barocker runtergefallen. Da bin ich mir richtig gestürzt. Du bist bewusstlos vom?
Von Drogen aus, wenn's klar. Nee, du bist bewusstlos vom was gefallen? Vom Hocker. Vom Hocker. Vom Barhocker, das war ein Lokal drinnen. Okay. Genau. Und sonst irgendwas? Sonst, ich bin schon, also zweimal ohnmächtig geworden. Die letzten, also vor, sagen wir mal, vor 5 Jahren und dann zurück, weil ich einfach so mit dem Kreislauf Probleme gehabt habe, mit den Hormonen auch. Du hast also mit den Hormonschwierigkeiten, mit dem Kreislauf, mit den Muskeln. Genau. Was noch? Hast du mit dem Darm, mit der Blase, mit dem Herz? Nein. Hämorrhoiden, nein. Blasenstörungen, nein. Durch? Bauchschmerzen. Genau. Also doch mit dem Bauch. Na, aber das ist, weil es so spannend alles, gell? Du sagst es, weil es so spannend. Ja. Ich frage erst mal. Also ich war beim Ultraschall und der Bauch hat nichts. Der Bauch hat nichts. Ja. Okay, für die Leute da draußen. Ja. Der Körper hat immer nichts, der Arzt stellt fest, du hast nichts. Aber dieses du hast nichts wird dann zu dem, was er dann Krankheit nennt. Wenn du in der Phase, wo er sagt, du hast nichts, mich erwischst, mache ich es weg, bevor es eine Krankheit wird. Ansonsten wird es zu der Krankheit, die er dann dein Leben lang versucht mit Medikamenten und so zu therapieren, dass man das versteht. Dieses du hast nichts nennt man eine funktionelle Störung. Eine systemische Störung. Und ich werde jetzt ein paar Punkte drücken und gucken, welches System gestört ist. Manchmal ist es ein System, manchmal zwei. Wenn es richtig schlimm ist, sind es drei. Aber man kann die nicht alle an einem Tag behandeln. Das sind Systeme, die arbeiten wie so ein Zahnradsystem ineinander. Du kennst zum Beispiel nur das Sonnengeflecht. Ja, das kennst du. Aber es gibt noch zahlreiche andere Geflechte. Und diese Geflechte arbeiten systematisch und steuern bestimmte Vorgänge. Mhm. Denn wenn die gestört sind, weil jemand hinten das Rückenmark reizt, dann führt es zu diesen systemischen Störungen. Mhm. Und die Erscheinungen sind dann erstmal keine Krankheit, sondern einfach nur, ach ja, mein Herz flattert, ach ja, meine Augen flimmern, ach ja, ich habe manchmal so Magen, aber da ist nichts am Magen, ach, mein Darm spinnt, aber der sagte, da ist nichts am Darm. Das heißt, die systemische Störung ist schon da. Mhm. Aber noch ist es keine Colitis ulcerosa, Darmblutung mit Polypen, bla bla. Verstehst du, was ich meine? Das heißt, die Störung war aber die ganze Zeit da. Der Arzt, nur dass man es versteht, kann die Störung nicht wegmachen. Das ist nicht sein Gebiet. Sie haben es ja letztens auch gesagt, dass wahrscheinlich, ich habe ja 3 Unterleibsoperationen gehabt und ich gebe immer diese heraus bei mir. Okay. Sie haben es auch gesagt, dass bei mir alles verklebt ist, vernarbt, da kommen die Bauchschmerzen her. Da war ich bei einer Therapeutin, die hat dann irgendwie die Verklebung versucht zu lösen, aber es hat überhaupt nichts gebracht. Es war einfach so eine reine Enttäuschung. Und ich spüre das alles, irgendwie zieht es mich da, das passt. Also ich bin aus der Balance gekommen. Ich finde das immer nett, dieses im Bauch rumwühlen. Man sagt auch, das ist Osteopathie und so, aber da sind so viele Gewebeschichten und Muskelschichten, an die du so tief dran müsstest, um da überhaupt. Und wenn du bewegst, dann bewegt sich eher das schmerzhafte Muskelsystem oder das Fasziensystem, bevor du die Verklebung erreichst. Also nur, dass du es weißt, ist alles schön und nett. Wir fangen mal irgendwo an, weil vom Reden wird es nicht besser. Okay. Kannst du auch ein Leggings oder T-Shirt mitbringen? Nee, du kannst genauso lassen. Ja. Okay, dann lehne ich mal bitte an. Ich teste hier ein paar Punkte in deinem System. Die sagen mir dann, was alles eigentlich funktionell gestört ist. Ja? Nicht erschrecken. Du sagst mir, welcher Punkt empfindlich ist. 1, 2, 3, 4, 5 oder 6. Oder gar nicht. Also 2, 3, 4 fühlen sich stärker an. Also direkt 3 Systeme. Okay, dann das andere Seite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist 5, 4 und 3. Also direkt 3 Systeme. Also 3 nicht, sondern 4, 5. Okay, also 4 sind die Verdauungsorgane, dass du es weißt. 5 sind das muskuläre System. Und 3 sind die Nerven an sich, dass du ausgebrannt bist. Und alle haben jeweils 4 Systeme, die denen zugeordnet sind. Das heißt, ich muss jetzt nur schauen, welche am empfindlichsten ist. Ja, wenn du den Kopf mal nach vorne legst. 2, 3, 4. Mhm. 4 mehr. Mhm. 5, 6. 6 und 4. 7. Mhm. Also 4 und 6. Und 7. 7 ist eine Struktur, also da ist nichts. Okay, also das da? Oder das da? Was mehr? Das da? Ja, das ja. Oder das da? Das da? Okay, also das ist die 4. Das ist dein Verdauungssystem. Und dem sind jetzt bestimmte
Systeme hier zugeordnet. Ich fasse sie mal an, du sagst mir, ob das stimmt. Wenn du den Kopf nach vorn legst. Das wäre 4. Das ist mehr, ja? Also das wäre immer noch Verdauungssystem. Okay, also wir haben ihn also zweimal getroffen. Die anderen sind auch empfindlich, aber du hast 3 Systeme gestört. Das ist sehr ungewöhnlich, weil das bedeutet, du hast echt einen Burnout. Das System komplett durchgebrannt. Ich habe 2014 eins gemacht, habe 2 Jahre beim Arzt gearbeitet, wieder voll ausgebrannt und jetzt im August war ich voll ausgebrannt. Ach, nochmal, okay. Also zweimal, jetzt habe ich das heißt, einen Job. Also, okay, aber dein System ist komplett überfordert. Also jetzt müssen wir dich irgendwie langsam wieder aufbauen, ja? Und das haben viele Menschen, nur sie wissen nicht, wohin und was sie tun sollen, nur dass du es weißt. Nee, alles gut. Ich will nicht, dass alles im Internet ist, weißt du? Ich meine, einfach nur locker lassen, tief durchatmen. Also auch hier ist es der 4. Lendenwirbel. Das heißt, ich weiß 100%, dass das jetzt erstmal wichtiger ist. Dein linkes ISG klemmt, dein 4. Lendenwirbel klemmt, der 8. Brustwirbel ist empfindlich, der 4. Brustwirbel ist gestresst, der 4. Halswirbel ist gestresst. Das reicht für einen Tag. Und ich rühre deine Hüfte nicht an, aber du sagst mir nachher, ob das mit der Hüfte besser ist und ob das Gefühl von hier schon mal besser ist. Und dann bauen wir dich Schritt für Schritt wieder auf, ja? Eins nach dem anderen. Und los geht's. Ich nehme die Haare kurz raus. So, wenn du ganz locker lässt, dann löse ich dir jetzt zuerst den 4. Und den 2. löse ich sicherheitshalber, weil der Schädel sorgt dafür, dass das Becken klemmt. Und wenn ich das oben löse, löst sich das Becken. Das ist der Zusammenhang zwischen diesem Kiefer und diesen unteren Beschwerden, den du mir gesagt hast. Okay, wenn du mal den Mund auf und zu machst, dass ich das Kiefergelenk testen kann, langsamer, langsamer. Auf und zu. Auf und zu. Auf und zu. Ah, da war es schon. Die Seite ist so rübergerutscht. Das heißt, ich muss den Körper irgendwie dazu bringen, dass er hier wieder drin ist. Das hier muss irgendwie wieder rein. So, ich werde das zuerst machen, wenn du den Körper so hinlegst und das einmal entspannst. Ja? Ein- und ausatmen. Ein- und aus. Kiefer ganz locker lassen, ja? Was ist hier? Schrocken, gell? Jawohl. Jetzt wird das Kiefergelenk richtig gut werden, wirst sehen. Mund auf und zu machen. Merkst du? Ach, viel besser. Verrückt, oder? Ja. Gut. Und jetzt schon Schienen aus, wenn man besorgt, alles Mögliche, ja. Alles Mögliche wird Geld gemacht mit allen möglichen. Mit Einlagen und Schienen und Beißzangen und Korsetts und. Es ist eine Big Business Industrie da draußen. Ganz arg. Und wer das beste Marketing hat, der verkauft halt am meisten. Es geht nicht darum, ob es gut ist. Aber konzentrieren wir uns erstmal auf dich, auf das Gute, ja? Reden wir nicht darüber. Kann man hier ganz locker lassen. So, das hier ist der 4., nur dass du es weißt. Ja? Tut der weh. Der tut weh, ja. Okay, und jetzt der 4. Halswirbel.
Augen zu, Zunge nach links. Aha. Was ist, ja. Mann, das ist so arges Gespiel, ganz Nerven, echt. Ja. Das ist keine Massage. Darum hat mir mein Freund gefallen, hat nicht gewusst, dass es mir danach geht, weil ich die Videos von dir schon gesehen. Ja, alles gut. Wenn ich meine, muss ich saugen. Alles gut, das Emotionen kommen raus, wenn der Körper sich löst. Also man sollte nichts aufhalten. Alles gut. Gut. Okay, soweit? Ja. Gut, dann dreh dich einmal zu mir rüber. Du weißt noch diese Geschichte mit dem Knie, dass du das Bein nicht nach innen drehen kannst. Genau, und das ist und so. Ja, genau, das, weil dein Becken sich verzogen hat. Und diese untere linke Hüfte, die tut auch weh und zieht dann auch jedes Mal hier im Oberschenkel. Ich löse das beides jetzt mit einem Griff. Okay, einmal hinlegen. Es ist nicht stabil. Der Körper schafft nicht sofort, alles zu stabilisieren, weil Bänder wurden überdehnt. Mhm. Die Struktur muss sich dann erst festigen. Mhm. Das schafft sie mit Training, Gymnastik, dann, dass es schneller geht. Und das zeigst du mir danach, gell? Also später mal Übungen? Auf meiner Internetseite sind halt Übungen, die du machen kannst, die sind alle gut. Okay. Spezielle Übungen brauchst du erstmal nicht, wenn du das Tai Chi machst oder diese dynamischen Dehnübungen. Ja. Das hilft schon, dass das hier stabil wird. Das Tai Chi vor allen Dingen löst sowas. Okay. Ja? Aber du machst dann, was du willst. Ja? Okay. Du kannst auch dich in irgendeinen Ballettverein anmelden, ist auch okay. Ah, ja? Okay. Also erstmal hier ganz locker, ich muss mich erst durchtasten. Mhm. Ja? Das ist der vierte Lendenwirbel, das Kreuzbein. Mhm. Und das untere ISG-Gelenk mhm. in einer Bewegung. Mhm. Okay, also ganz locker lassen, Augen zu. Die Hüftbeuger tut mir einmal weh, das tut mir jetzt auch wieder. Und das hier tut weh? Ja, voll, der Hüftbeuger tut voll weh. Ist das der Schmerz gewesen? Da. Das da? Voll. Gut. Das, auch weh auch. Das da? Mhm. Gut, lass mal los, ja? Ich bin bei dir. So wie gesagt, in einer Bewegung. Du musst nur locker lassen, ja? Lass los. Und entspann das Becken. Wie ist die Hüftbeuger? Ja. Ist weg. Ist weg. Gut, dreh dich auf den Rücken. Also, und ich hab gedient und alles mit. Oh. Ach. Gut, das waren jetzt ein paar Sekunden. Wie ist das hier? Es kracht nicht. Kracht nicht? Gut. Gut, und einmal strecken und entspannen. So, du wirst dich jetzt hier auf den Bauch legen. Genau. Du wirst dich einmal hier so auf den Bauch legen und dann die Hände hier rechts und links. Mhm. Genau, perfekt. Das sind sehr viele Emotionen, die sich festhalten. Ich würde jetzt nicht darauf eingehen, um dich nicht zum Heulen zu bringen wieder. Aber oh, ist das egal, gell? Also okay, nur dass du das weißt. Das geht, das geht sehr weit zurück. Also du musst einfach nur dir selber vergeben und die Menschen, die dir wehgetan haben, vergeben. Und dann muss ich nicht so speziell werden, ja? Mhm. Besonders dein Segen über die Menschen, die dir wehgetan haben. Und dann wirst du sehen. Mhm. So, du weißt noch, dieser vierte, den wir gesagt haben, dass wir den lösen müssen. Okay. Ich zähle nochmal durch. Zwei, drei. Das ist der vierte. Okay. Schulter entspannen, locker lassen. Entspannen, so gut du kannst, ja? Loslassen, lass mein Gewicht einsinken, ja? Okay. Mein Gewicht einsinken. Gut. Jetzt muss ich ihn erstmal dahin drehen, wo er hingehört. Mal schauen, wo er sich löst.
Oh, ja, das ist die richtige Richtung. Also dorthin und dorthin jetzt loslassen. Mhm. Gut. Lende ist frei, Becken ist frei, Vierter ist frei, Vierter ist frei. Mhm. Das war's schon. Und ich fahre dich wieder rauf. Okay, und dann lasse ich dich ein bisschen auf und ab gehen und du beschreibst mir das Gefühl nach dieser ersten Tortur. Also. Einfach auf und ab gehen. Okay. Während du kannst reden, während du auf und ab gehst. Okay. Also das erste Gefühl war mit dem Halswirbelsäule, als ich da behandelt habe, dass ich das gelöst habe. Genau. Einfach auf und ab gehen. Du weißt gar nicht, was ich sagen soll. Es fällt gar nichts mehr ein. Nein, es fällt nichts mehr ein. Ist dein Kopf frei? Mein Kopf ist total frei und ich bin irgendwie glücklich. Also du bist einfach glücklich. Weil ich einfach und da kommen viele Emotionen auch noch voll hoch, ne? Also die Halswirbelsäule, das war die erste Blockade, die gelöst worden ist. Okay. Dann war das Kiefer eigentlich. Das hat mit Kiefer auch zusammengehängt. Ja. Also ich hab immer Zahnschmerzen gehabt, auch rechts. Die waren immer super empfindlich und die spüre jetzt gar nicht mehr. Und dann hast du die Hüfte gemacht, gell? Ja. Genau, also Hüftschmerzen habe ich schon lange gehabt. Die Innenrotation hat wehgetan. Kannst du mir das hier nochmal zeigen? Weil das war, als du mir das hier gezeigt hast und das so gemacht. Genau. Zeig mir das, genau die gleiche Bewegung. Du gezeigt hast. Ich konnte das Becken nicht mehr nach innen drehen. Und das geht jetzt. Es ist ein bisschen, aber es ist viel lockerer. Also, gut. Nein, es ist kein Vergleich. Also, da ist noch muskuläre Spannung. Die Struktur ist nicht sofort perfekt. Sowieso. Aber ich werde das mit der zweiten oder dritten Behandlung mehr nicht. Werde ich das noch tiefer lösen. Und du hast drei Systeme gehabt, die gestört sind. Ja. Das heißt, ich habe erst ein System gelöst. Ja. Wenn ich die anderen zwei mache an einem anderen Tag, so irgendwann halt, 3 Wochen, 4 Wochen, wann du willst, dann wird das noch mal besser. Ja, aber sie sieht schon, es ist eine unglaubliche Verbesserung. Gut. Und wenn du dann aufstehst und dieses Gefühl von hier spürst? Ich fühle mich freier. Also auch bei der Behandlung ist irgendwie vor der Druck rausgekommen. Und mein Becken, ich habe hinten so einen Druck immer gehabt, das ist alles weg. Und beim Gehen auch, ich habe das Gefühl, ich stehe wieder einfach mit 2 Fußsohlen am Boden. Okay, und du sagst das nicht, weil mir Geld dafür bekommst? Oder? Ich sage das, weil ich Leuten helfen möchte, weil ich... Man glaubt es halt nicht. Ich bin so total verzweifelt hergekommen. Genau, man denkt halt wieder so ein schwachsinniges... Na, überhaupt. Oder dann sind da diese ganzen anderen Leute, die sich irgendwie bei YouTube das beibringen und Leute irgendwie knacken und so. Das nervt nochmal tierisch, aber das ist nochmal eine andere Nummer. Ich kann nur sagen, dass mein Becken, dass ich zuerst immer so gestanden bin und ich einfach jetzt auf beiden Fußsohlen stehe. Okay, also dieses Gefühl, dass du so gedreht bist, ist auch besser? Es ist viel besser. Schau mal, minimal noch, aber ich habe das Gefühl, dass ich so rübergezogen werde. Genau. Das war also extrem. Wie gesagt, es muss nur besser werden, dann wissen wir schon mal, wir sind auf dem richtigen Weg. Und der Druck hinten ist weg, alles. Der Druck ist weg, gut. Kann ich da hinten auch nicht greifen können. Können wir das dann für heute einfach lassen und du genießt erstmal? Ja. Und dann sehen wir uns wieder, wenn du soweit bist. Ja. Danke. Wollen wir